Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video von unserem Kanal stickerpoint.de. Und heute haben wir uns gedacht, es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Yu-Gi-Oh! Auf unserem Channel. Und deswegen öffnen wir heute die Megatin aus 2023 zum 25-jährigen Jubiläum Dueling Heroes. Langer Name. Ich bin gespannt, was wir ziehen können. Und ja, so wirkliche Ahnung von Yu-Gi-Oh! Wisst ihr, habe ich nicht oder nicht mehr. Aber wir machen mal die Folie ab und dann schauen wir uns mal die Box an. So. Das ist die gute Tin. Hier unten mit Yami Yugi. Ich komme auf die andere Namen, also wirklich, da bin ich absolut raus. Ich kann mit den Gesichtern so ein bisschen was anfangen, ja. Wir haben hier verschiedenste Monster auf den Seiten. Ja, hier, okay, den schwarzen Magier, Exodia, schwarzen Drache mit roten Augen. Nee, rotäugiger schwarzer Drache, so heißt er. Der Cyberdrache, Elementarheld, glaube ich. Weiß ich nicht, wie er heißt. und ja, wir haben hier hinten, es ist die deutsche Ausgabe in der ersten Auflage. Und zwar hat jede 25 Anniversary Tin Dueling Heroes enthält drei verschiedene Megapacks mit je 18 Karten. Jedes Megapack ist randvoll mit Karten aus den Booster Sets. Battle of Chaos, Dimension Force, Power of the Elements, Darkwing Blast, Tactical Masters und The Grand Creator sowie zusätzlichen Karten in den Seltenheitsstufen Prismatic, Secret Rare, Ultra Rare, Super Rare, Rare und Common. Als besonderen Bonus erhältst du eins der Monster, die auf der Seite dieser Tin abgebildet sind, als exklusive Quarter Century Secret Rare Karte anlässlich des Jubiläums. Oh, okay. Dann hoffen wir doch mal auf den Schwarzen Magier. Wir schauen mal rein. Wir öffnen die Tin, die ist hier. Ich glaube, das ist schon unsere Karte. Die ist hier etwas eingedellt. Aber ist ja nicht so dramatisch. In der Tin sehen wir einmal dieses Pack mit der Karte und die drei Megapacks in Goldfolie. Sonst ist hier nichts mehr drin. Und ja, das hier ist dann wohl unsere Quarter Century Secret Rare. Also ein Vierteljahrhundert Secret Rare. Schauen wir doch mal. Wir haben den Firewall Drache. Ich habe keine Ahnung, ob der was kann. Den kenne ich tatsächlich nicht. Wo ist er denn hier auf der Box? Ach, da ist er. Firewall Drache. Sehr cool. Also die Secret Rare Karten in Yu-Gi-Oh! Sehen sowieso immer anders geil aus. Mit dem Holo-Effekt. Den packen wir mal hier oben rein. Vielleicht ziehen wir ja den Schwarzen Magier noch in einem dieser Packs. Wenn man den da drin überhaupt ziehen kann. So. Wir gehen rein. Wir haben Amphibischer Bug Rot MK11. Also es ist immer ein Highlight mit mir, Yu-Gi-Oh! Karten zu öffnen. Dinomorphia-Schall als Fallenkarte. Dann haben wir ein Ritualmonster, Libromant Fireburst. Spukende Zombies. Libromant Magiemädchen. Schreckensclown Kratzstoß. Verkaufsverbot. In Holo. Überfusion. Moment, Gold, also goldene Schrift ist doch, glaube ich. Ach, wie war das denn? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, der goldene Schriftzug hat irgendwas zu bedeuten. Wir haben hier S-Kraft Lapswell. Oh, ich glaube, das ist eine Secret Rare, wenn mich nicht alles täuscht.
Prismatic Secret Rare. Blauäugiger Drachentyrann. Glaube ich zumindest. Dann haben wir den Psy-Endbestrafer. In. Oder vielleicht sind das Ultra Rares. Also das könnten. Ah, ich weiß es doch nicht. Der hat auch so ein geiles Holo-Effekt. So einen geilen Holo-Effekt. So, das hier ist Geridironischen Zähne. Sternenlicht-Pavillon. DDD Rebellenkönig Leonidas. Runische Entzauberung. Entscheidungsschlacht von Golgonda. Labyrinth, Schickard und Tobari der Himmelsninja. So, also, Anbetracht dessen, dass wir hier insgesamt 6 Prismatic Rares drin haben, 6 Ultra Rares, 3 Super Rares und 3 Uncommons, würde ich sagen, das ist die Uncommon, das ist die Super Rare, das sind die 2 Ultra Rares und das sind die 2 Prismatic Rares aus dem Pack. Nur so macht es für mich Sinn. Die tüten wir auf jeden Fall mal ein. Bei denen hier bin ich mir irgendwie nicht sicher. Der hier ist nicht mal Holo. Ja, packen die mal vorsichtig zusammen. So. Okay, das hier sind Uncommons. Common-Karten. Genau. So, gehen wir ins nächste Pack. Dort haben wir den XX-Ausschluss. Edelsteinritter Quarz. Witterungsvorhersage. Dinomorphia-Alarm. Raubpflanze Bufolicula. Flammenkumpan EK. Firion oder Therion Duke Yal. 2800 Verteidigungspunkte, okay, das ist unsere Ankommen. Dann haben wir als Ultra Rare Schreckensclown Ankunft und Yorishiro des Wassers. Das sind unsere beiden Ultra Rares. Dann kommt als Secret Rare die Exo-Schwester Martha und Zünder Phönix der Drachobezwinger. Okay. Zünder Phönix der Drachobezwinger. Aber Zungenbrecher beim Beschwören des Monsters. Und dann haben wir hier noch der abgeheuerliche Alba los. 2, 4, 6. Level 12. Oh, 3500, okay. Stark. Kagero die Kanonen Ninja. Donnerentladung. Psi Vagabond haben wir hier noch. Doppel-Staubtornado Zwillinge. Das Gurkenpferd. Atem der Wiederbelebung. Es tut mir echt leid. Aber die haben alle so richtig krass ausgefallenen Namen und dann so das Gurkenpferd. Ja. Das ist. Ach ja. Bitte steinig mich nicht, wenn hier eine von den Karten irgendwie was wert ist. Ich das einfach nicht mitbekomme, ja. So, wir gehen rein ins Let's Pack. Danach seid ihr auch erstmal wieder entlassen von meinen nicht vorhandenen Yu-Gi-Oh!-Kenntnissen. Wir haben die Schreckensclown-Alternative. Therion Kaiserin Alasia. Libromanten-Einmischung. Schreckensclown Grätsche. Libromant Doombroker. Therion Cross. Dann die Witterungsmalerin Mondregenbogen.
Als Ultra Rare haben wir Runischer Schlummer und Illegaler Ritter. Der kommt dann auf dem Gurkenpferd. Unsere Secret Rare ist Vision mit den blauen Augen. Okay, mit einem weißen Drachen drauf. Sehr, sehr geil. Feiere ich die Karte. Und Flammende Cartesia, die Tugendhafte. Genau. Und was haben wir hier? Kartorin, die versteckte Perle des Strandes. Sieht gut aus. Schreckensklauen, Niedergang, Simul, Erzunterwäldler, amazonische geheime Künste, Sternenlicht, Papillon und Dunnel, edle Waffen des Lichts, Unterweltritual der Wahrsagerei. Okay. Ja, Freunde, das war's dann auch schon. Wir sind durch mit der TIN. Wie gesagt, wenn hier irgendwas dabei ist, was irgendwie ultra krass ist und ich Depp hab's nicht gesehen, dann informiert mich darüber bitte in den Kommentaren. Und ja, nehmt es mir nicht übel, ich bin im Yu-Gi-Oh!-Business nicht mehr so drin und wir wollten euch halt einfach nur zeigen, was ist in dieser Box denn so Schönes drin. Box sieht auch sehr cool aus. Ich denke mal, hier die drei werden wahrscheinlich auch nicht allzu günstig sein als Schwarze Magier, Exodia und der Rotaugendrache. Bei den anderen, wie gesagt, die kenne ich nicht, keine Ahnung. Aber das ist halt, ja, Nostalgie pur. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. So soll es heißen. Und ja, würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.